Eigentlich ist es ganz einfach. Gleiches Recht für alle. Schnell und zuverlässig. Wer sich nicht an die Spielregeln hält, wird bestraft. Von unabhängigen Richtern. Ohne politischen Einfluss. Das ist die Basis von allem. Das ist Rechtsstaat. Voraussetzung: genügend Richter und konsequente Anwendung der Gesetze. An beiden fehlt es. Mehr als 5% der Richterstellen sind nicht besetzt. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Verfahren zu und neue Strafarten kommen hinzu, etwa Verbrechen im Netz. Außerdem wird bestehendes Recht oft nicht ausgeschöpft, so die Wahrnehmung vieler Menschen, und wir berichten darüber. Erst gestern: ein Mann schlägt einen jüdischen Professor aus Judenhass. Strafe: 9 Monate zusätzlich zu einer anderen Strafe. Möglich sind laut Gesetz 5 Jahre. Warum so ein mildes Urteil? Für viele unverständlich, gerade jetzt. Die Rede ist von Kuscheljustiz. Unser Rechtssystem steht für Resozialisierung. Täter sollen wieder in die Gemeinschaft eingeführt werden, nicht dauerhaft ausgegrenzt. Das ist gut und richtig. Strafen müssen aber auch abschrecken, sonst entfalten sie keine Wirkung. Und dann wird es richtig gefährlich für unsere Gesellschaft und unser Zusammenleben.